Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ja, und heute wollen wir mal wieder was anderes machen, denn wir wollen, was anderes machen. Nämlich eine Challenge will ich mal wieder probieren. Nämlich Dark Was the Night. Fangen wir mal oben an. Curse of the Darkness, ja, bewirkt, dass wir die Karte nicht sehen können. Auch wenn wir die Räume entdecken und so weiter, werden wir nie wissen, welcher Raum hier in unserer Nähe ist. Naja, ist zwar nicht so schlimm hier in den oberen Ebenen, kann aber später schon zum Problem werden. Zum Beispiel wissen wir jetzt nicht, was hier oben ist, auch wenn ich denke, dass das ein Shop sein wird. Ja. Naja gut, kann das irgendwas anderes sein? Na gut, es könnte eine Bibliothek sein oder eine Bücherei halt. Gut, das, ich glaube, die sieht genauso aus. Die hat ja auch eine verschlossene Tür. Naja. Aber die sind so selten, da wird es wahrscheinlich ein Shop sein. Gut, noch ein Herz auf Vorrat, das ist doch was. Das springe ich mal frei. Damit wir auch mal rankommen. Noch haben wir ja zwei Bohnen gehabt. Jetzt Bohnen, ja. Komm, leg mal deine Bohnen. Bohnen. Jetzt wird es immer schöner. Erst Bohnen und dann Bohnen. Natürlich Bomben, meine ich. Jetzt haben wir E11. Wunderbar. Jetzt so eine kleine Lunte. Luntenlocke. Ja gut, würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zum Boss. Gibt ja sonst hier nichts viel mehr zu erledigen. Larry Juniors mal wieder hier. Ach ja, in dieser altbekannten Map mit den ganz vielen Steinen. Aber ich denke, das müsste eigentlich recht gut klappen. Ist ja einer von den einfacheren Bossen, wenn man sich hier nicht so in die Ecke drängen würde. In die Ecke drängen lassen würde. Aber das ist natürlich eine Sache. Die passiert gerne schon mal. Ah, jetzt so vielleicht ein bisschen mal. Ah, nee. Weil manchmal stoppen die auch doch direkt einem vor der Nase und drehen wieder um. Manchmal aber auch nicht, wie man gerade sehen konnte. Ah, auch wieder nicht. Ja, toll. Es wird mir langsam zu ein bisschen viel Kacke hier im Raum. Schau an. Also da muss ich auf jeden Fall ein bisschen was abräumen hier mal. Wenn ich mal wieder freie Sicht habe auf die Larrys. Ja? 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 Will mal einer von euch vielleicht sterben? Oh, oh, oh. Ihr müsst mich auch mal ein bisschen frei beinen. Sonst könnte es ja auch wieder ein bisschen schlimm werden. Na komm, stirb doch endlich. Was dauert das so lange? Mensch. Bäm. Und da haben sie wieder zwei Kackhäufchen hingemacht. Ja, ja. Ja, einer ist schon mal weg. Wunderbar. Der andere wird jetzt auch noch dran glauben. Na, komm schon. Komm schon. Puh. Okay. Cat O' Nine Tails, Shot Speed Up, finde ich gut. Weiter nach unten. Wir sind in der Basement 2. Keine Spinnen, ein Glück. Hier nochmal einen blauen Stein und da können wir uns die Mission auch noch gleich holen. Zumindest eine. Die Truhe will ich ungern jetzt öffnen. Da schaue ich lieber mal nach einem Shop. So, na du Fleischstück. Willst du auch mal sterben? Weil diese Köpfe kann ich ja auch nicht leiden. Treffen mich immer eigentlich, obwohl sie immer nur einen Schuss abfeuern, treffen sie mich doch immer irgendwie. Oh, toll. Na gut, ist eigentlich ein recht angenehmer Raum. Weil man kann ja hier hinten wieder hoch, dann da, auch wieder hoch. Na, das geht eigentlich. Da kann man wenigstens schön ausweichen. Ja, ich hätte natürlich auch hier bomben können, aber das ist mir jetzt erst aufgefallen. Der blaue Stein, ja toll. Schon wieder eine verschlossene Tür. Dankeschön. Ruhe, keine Tür. Ist ja wieder super. Ach, schön. Ja, die Sackfliegen hier, die muss ich auch mal schnell beseitigen. Ein ganzes Herz. Ich weiß nicht, ob ich mir das vielleicht eher noch aufheben sollte, falls ich noch ein halbes Herz verliere. Ich glaube, da erkunde ich erstmal so den Rest hier noch.
Wer weiß, was da noch gibt. Wir waren ja auch noch nicht beim Goldraum und den würde ich dann eher aufschließen wollen. Auch als die goldenen Truhen. Weil die sind dann doch um einiges nützlicher. So, hier war ich auch noch nicht. Da hinten ist höchstwahrscheinlich ein Shop. Aber es könnte natürlich auch eine Bücherei, Bibliothek, wie auch immer sein. Tja, da will ich lieber nicht rein. Jetzt ist aber die Frage, wo ist der Goldraum? Hier oben? War ich hier oben schon? Ach nee, war ich noch nicht. Alles klar. Juhu. Distamant Admiration, blablub. Attackfly, die rote Attackfly, okay. Ich hatte bisher nur die blaue. Aber die rote ist wohl etwas näher an Isaac dran, wie es aussieht. Die Attackfly ist weiter weg. Ja, jetzt habe ich zwar einen Schlüssel, aber... nee. Nee, ungern. Ich behalte den lieber mal, aus Vorsicht. Nicht, dass ich hier noch auf der nächsten Ebene dann wieder einen Goldraum habe, aber dann überhaupt keinen Schlüssel mehr kriege und das wäre ja richtig blöd. So, Gemini. 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 Mit dem blauen Baby, oder? Ja gut, Baby ist ja nicht unbedingt, oder doch? Ja, ich weiß nicht, was man in diesem Spiel als Baby oder als Embryo bezeichnen kann. Ist ja nicht gerade so leicht. Auf jeden Fall hängt das ja an der Schnur da dran. Vielleicht ist das doch irgendwie so eine Art fliegender Embryo. Jetzt ist er aber auch rot. Egal, ob er vorher blau war, jetzt ist er auch rot. Ja, da kannst du ruhig bleiben. Hier, da möchte ich ein bisschen fertig. Hier bei den Felsen. Ach schön, da habe ich aber eine schöne Stelle gefunden, wo ich das fliegende Viech da halten kann. Wunderbar. Und die Box haben wir hier. Was kriegen wir denn? Das sieht doch gut aus. Und was haben wir hier? Telepilz. In den Geheimraum. Das ist ja cool. Das Ankh. Das Ankh. Ich weiß gar nicht, ob das so gut war. Da muss ich mal gerade wieder nachschlagen in der Wiki. Oh, da öffnet sich die Wiki auch schon. Schiebe ich aber mal weg. Könnt ihr schön Isaac angucken. Ja, heißt wahrscheinlich auch Ankh. Ja, genau, Ankh. When killed, respawns in the previous room as bla bla bla, regardless of the fact he's... After respawn, our future... Okay. Okay. Nehmen wir das mal mit. Eternal Life. Ja. Ja, das Ankh bewirkt, dass wenn wir sterben sollten, dann werden wir in dem vorherigen Raum, in dem wir waren, bevor wir den besagten Raum, wo wir gestorben sind, betreten haben, werden wir da wiederbelebt, aber als der Fragezeichen-Charakter, der 3-Fragezeichen-Charakter, den ich ja bisher noch nicht freigeschaltet habe. The Hermit. Oh, was bringt der denn nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Die Karten müsste ich mir mal langsam merken. Teleports the player to the shop. Alles klar. Gut, ich würde aber trotzdem sagen, gehen wir weiter nach unten. A missing page. Was war das denn nochmal? 5% to induce Necronomicon's effect upon taking damage. Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann ist Necronomicon so eine Art Buch, was dem Gegnern in den Raum Schaden zufügt. Das heißt, wir haben eine 5%ige Chance, dass den Gegnern im Raum Schaden zugefügt wird, wenn wir selbst Schaden nehmen. Na gut. Ist jetzt zwar nicht so klasse, aber im Gegensatz zu nichts natürlich immer noch besser. Jetzt sind wir natürlich in den Catacombs und dann müssen wir wieder die Spinnen, die warten wieder auf uns. Ja, noch so diese dicken, die ich dann nochmal aufteilen müssen. Ja, toll. Es ist hier ein einigermaßen schöner Raum mit den ganzen Löchern. Komm, kleine Spinnen, rennt in meine Tränen. Und du noch. Es hat keinen Sinn. Gib auf.
Okay, noch ein Herz, das ist gut. Na toll. Ich hätte ja nichts gegen die Sackspinnen alleine gehabt, aber mit den Sackspinnen, ach komm, mit den Sackfliegen, aber mit den Spinnen zusammen ist das natürlich eine andere Angelegenheit. Wo lang, wo lang? Gott, oh Gott, oh Gott. Creed schon wieder. Oh Mann. Den habe ich so oft gesehen in letzter Zeit. Ist das nicht zu fassen. Aber wenn das richtig viele sind, dann ist das auch kein schönes Unterfangen. Ja, genau. Ich meine, wenn sie gefangen sind, so zwei, drei. Oder ich einfach stehen bleiben kann. Damit die dann schön absichtlich an mir vorbeischießen, wie man ja an den Strüssen. Das geht's so nett. Was laber ich denn heute? Wie man an den Schüssen merken kann. Wie zum Beispiel der jetzt könnte ich einfach hier so stehen und der wird immer an mir vorbeischießen. Aber wenn da vier die ganze Zeit rumhüpfen, ja, natürlich nicht, wenn er direkt vor mir steht. Gut, ich gehe mal zurück, hole mir gerade mal das Herz. Weiß ich doch noch, dass hier eins war. Na, das wird ja was. Das wird ja was. Da fehlt das Bomben-Item, also nicht hier irgendein Bomben-Item, sondern ein bombiges Item, was mir jetzt so einen riesigen Vorteil verschafft. Das wäre schon klasse, oder ein schönes Damage-Upgrade. Irgendein schönes Item, was richtig reinhaut. Das wäre jetzt das Richtige. Na gut, Bad Gas. Da kommen wir in den Shop. Wenn der Shop da ist, dann gehen wir mal in den Shop rein. Ja, mit drei Mützen kann man leider nicht so viel anfangen. Auch wenn ich gerne die Nonnenkutte da hätte. Auch wenn ich kein Space-Item hätte, aber dafür ist er einfach viel zu nützlich, als dass man sie nicht mitnehmen sollte. Das lohnt sich schon wirklich. Jetzt hat er natürlich den Weg genau so verbombt, dass ich da nicht zum Herz komme. Das ist ja auch sehr nett. So, hier ist wieder ein blauer Stein. Ja, toll. Okay, die öffnen wir halt mal. Ein paar Münzen. Okay, das ist ja nicht schlecht. Besonders wenn ich dann an den Shop denke. Vielleicht können wir noch die 15 Münzen erreichen, auch wenn ich das eher anzweifle. Na komm, weg mit dir. So, in den Goldraum gehen wir auf jeden Fall. Oh, Mitre, you feel blessed. Wunderbar. Ja, was das genau bewirkt, weiß ich mal wieder nicht. Nur wenn ich es bestimmt schon mal nachgeguckt habe. Okay. Also, ja, erhöht die Chance, dass, wenn Herzen spawnen, dass es Soul Hearts spawnen. Ja, also Seelenherzen. Dass wir Seelenherzen statt richtigen Herzen kriegen. Ja, das ist ja auch doof. Dann mache ich das mal so vielleicht. Nee. Okay. Aber fast. Wenigstens können wir jetzt hier mal rüber und uns die ganzen Bomben holen. Der Boss. Soll ich da wirklich rein? Ich glaube, ich habe auf irgendeiner Ebene, also in irgendeinem Raum hatte ich doch noch ein Herz. Da natürlich, aber da komme ich ja nicht ran. Aber wo denn noch? War ich da rechts schon? Ja, okay. Ja, genau. Hier war das andere Herz. Ich erinnere mich. Und da ist noch eins. Das hole ich mir mal gerade. Mit drei Herzen kämpft sich immer noch besser als mit zweieinhalb. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwie an zusätzliche Herzen komme. Deshalb, naja, stelle ich mich mal dem Grauen, was hier hinter der Tür lauert. Und es ist der Husk. Okay, ich sag mal okay. Mit den Spinnen ist natürlich nicht so spaßen. Oh, Necronomicon. Ah ja, okay. Alles klar. Ja, das war Missing Page. Das war der Effekt von der Missing Page. 5%ige Wahrscheinlichkeit. Hab ich doch tatsächlich ausgelöst bekommen. Ja, jetzt wird's ganz schön brenzlig hier. Oh mein Gott. Komm schon. Der Husk stirbt, der Husk. Ich mag ihn mehr, wenn er hier die ganzen Blutsachen ausspuckt, als die Fliegen oder die Spinnen. Aber trotzdem müsste er jetzt mal sterben langsam hier. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jawohl. Schnell noch.
Sammeln wir mal das Soul Heart auf. Kann uns vielleicht noch was bringen. Und die Spinne hier noch. Puh, und den Gürtel. Speed up. Wunderbar. Na, da sind wir schon in The Caves 2. Oder The Caves 2. Wie es ja richtig heißen müsste, wenn ich das schon auf Englisch vorlese. Okay, ein paar Scheißhaufen. Oh, noch ein Soul Heart. Das nehme ich doch gerne im Empfang. Aber das lasse ich auch mal weiterhin da liegen. Das können wir ja später holen. Ich darf es nur nicht vergessen. Na komm. Na komm, Larry. Gib auf. Ende, lass dein trauriges Leben enden. Hoppa. Ah, wunderbar. Eine Trollbombe. Okay. Oh, ein Nickel. Wunderbar. Jetzt habe ich doch ein Soul Heart aufgenommen. Aber das lasse ich auf jeden Fall da liegen. Oh, na toll. Okay. Ich glaube, ich habe einen geeigneten Platz gefunden. Ah, der Raum geht, muss ich sagen. Oh, oder da halt doch nicht. Oh, oh, dabei. Oh, da. Na, da wollte ich nach rechts und da war das Loch im Weg. Das ist doch nicht zu fassen. Oh Mann, was, wie viele Seelenherz ich schon wieder verloren habe. Ich glaube, ich nehme das andere doch mit. Das ist mir zu gefährlich, ohne zu gehen. Ich brauche mal wieder eine Möglichkeit, hier meine Herzen aufzufüllen. Ah, toll. Ja, schön. Ach ja, Bombenstimmung hier. Der grüne Partykracher. Ach ja, meine Freunde hier. Kommt, sterbt doch einfach. Lasst mich in Ruhe, in den Goldraum gehen. Ja, natürlich, natürlich, was auch sonst. Ja, manchmal kann man diese Flugbahn von den grünen Dingern gar nicht so leicht einschätzen. Manchmal denkt man so, ach, die gehen bestimmt vorbei und dann treffen sie einen doch noch. Oh, das ist noch schön. Little Chubby, das ist toll. Der haut zwar manchmal rein, aber dann auch richtig. Ja, vielleicht am Feuer eben sehen konnte. Das ist ein wirklich schönes Item, das auch richtig viel Schaden macht. Jetzt muss ich nur noch den Boss finden. Ja, die Buttlicker, so heißt die ja tatsächlich. Ich finde das total witzig. Die heißen Arschlicker, das ist... warum auch immer. Warum auch immer. Ach, dieser Humor. Schon skurril. Das Spiel ist einfach skurril. Jetzt aber die Frage, wo müssen wir hin? Ich denke nach unten. Schön zwischen den Gegnern hindurch. Na komm. Los, Little Chubby. Mittendurch. Ja, wunderbar. So will ich das, mein Freundchen. What? Wurde er da gerade von einer grünen Kugel irgendwie in seiner Flugbahn geändert, der Chubby? Ist ja auch interessant. Aber Spinnenspawner erstmal zerstören. Upsa! Da greifen die noch von unten an, die Schweine. Upsa! Na? Ja? Diesmal kriegst du mich nicht. So. Und du. Ja, ja. Zack. Los. Los. Da. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Ich habe echt keine Ahnung, wo der Bossraum sein soll. Da ist bestimmt der Shop. Ich schau mal rein. Super Greed. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen hier. Der Super Greed hat ein Dollarzeichen auf der Stirn und Münzen in den Augen. Der geldgeile Sack hier. Oh Gott. Nein, nein. Als wären hier zwei Shop-Besitzer-Köpfe nicht schon genug. Nein, muss er auch noch mehr spawnen, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Oh ja, komm, treff mich doch noch viel mehr. Oh ja, toll. Necronomicon, ein halbes Herz und das war's. Aber wir haben ja das Ankh und deshalb sind wir als Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen wiederbelebt worden. Ja, da ich den schon mal habe, kann ich auch gleich sagen, was das Besondere an ihm ist. Also die Stats kenne ich nicht. Also müsste ich ihn erstmal freischalten. Aber wie ihr rechts oben schon längst sehen könnt, ja, das ist ein Charakter, der hat nur Seelenherzen.
Das ist auch was Besonderes. Es kann manche Vorteile haben, kann aber auch viele Nachteile haben. Zum Beispiel kriegt man durch das durch HP-Ups auch nur Seelenherzen dazu und die bleiben ja natürlich nicht dauerhaft. Die kann man nicht einfach aufladen. Gibt es aber dann zum Beispiel die Möglichkeit, was war das denn? Ich glaube bei Odd Rush Mushroom oder sowas kriegt man ja in manchen Räumen ein Herz mehr, ein rotes Herz, und der Fragezeichen-Charakter kriegt dann in manchen Räumen ein Silberherz mehr. Und das heißt, dass er ein Silberherz dazu kriegt und er kann dieses Silberherz nicht verlieren. Das heißt, wir haben quasi mit diesem Odd Rush Mushroom, ich glaube das war das damit, hat man quasi so eine Art ja, Lebensaufladen. Ich schau mal gerade. Odd Mushroom. Ne, Liberty Cap war es, oder? Ja, genau. Liberty Cap. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob ich unbedingt so spielen soll jetzt, so unbedingt, aber ach komm, wir haben eh nicht so viel Geld. Was haben wir da? Bad Trip. Toll, klasse. Ah, wenigstens noch einen Schlüssel gekriegt. Ah, gebe ich mein letztes Geld noch aus? Ja, komm. Oh, Herzen. Die brauchen wir ja nicht unbedingt. Also die normalen zumindest nicht. Aber die Seelenherzen, gut, da haben wir wenigstens unser Bad Trip ausgeglichen. Mal ein bisschen hier in die Luft sprengen. Die werde ich ganz sicherlich nicht benutzen mit dem Fragezeichen-Charakter. Was haben wir hier? Tears Up. Oh yeah. Und noch ein Silberherz. Oder Seelenherz. Ja, Silber sind sie ja nicht eher. Sind sie ja nicht unbedingt eher blau. Okay, na komm. Wow, das war richtig gut. Aber leider wurde ich dann doch genug getroffen. Ich hab zwar schon Tears Up, aber dennoch bin ich meiner Meinung nach immer noch... Was zum Teufel hat mich da eben getroffen? Bin ich immer noch zu schwach? Vor allem mit dem Fragezeichen-Charakter, das wird nicht leicht. Das wird absolut nicht leicht. Ach komm, natürlich. Ach, das nie im Leben, ja. Nee, also bei dem Raum definitiv mit... Mit dem Charakter, mit den Seelenherzen. Ne. Das habe ich mir schon gedacht. Gut, das war's mit Binding of Isaac für heute. Quasi. Ja, ich werde mal weiter probieren. Mit der Challenge natürlich. Auch mal wieder. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann. Ciao.